Vor einiger Zeit habe ich bei meinen Hütchenspielen, das Video findet man rechts oben, Aufsätze oder Neudeutsch Hetz für den M5 Stick C vorgestellt. Nun kommt noch so ein Aufsatz, bei dem es aber umgekehrt funktioniert. Der Stick wird auf den kleinen Roboter aufgesteckt. Und da bei dem ganzen Modell auch schon eine Batterie dabei ist, könnte es ja eigentlich gleich losgehen. Aber zuerst stelle ich mal die Teile vor. Da ist zu einem der kleine Schnellläufer. Der Bug C ist eine programmierbare Roboterbasis, die mit dem M5 Stick C kompatibel ist. Sie verfügt über 4 Gleichstrommotoren, einen Motortreiber, 2 RGB-LEDs, einen Batteriehalter und einem Ein- und Ausschalter. Die Bug-C-Basis muss in Verbindung mit der M5-Stick-C-Steuerung verwendet werden. Der Ein- und Ausschalter macht mir aber einige Probleme und ich kann ihn nicht so richtig schalten. Das mag etwas mit meiner eingeschränkten Feinmotorik zu tun haben, aber klein ist der Schalter schon. Die Basis wird mit einem STM32F030 Mikrocontroller geliefert, der alle Motoren und LEDs kontrolliert und dies wird über das I²C-Protokoll durch den M5 Stick C gesteuert, der natürlich auf der Basis sitzt. Und schwer ist er auch nicht. Nur 34 Gramm bringt er zusammen mit der Batterie auf die Waage und zusammen mit dem Stick C sind das nur 49 Gramm. Gekauft habe ich mir den kleinen Flitzer in China bei Banggood zu einem vernünftigen Preis. Man muss halt etwas auf die Lieferung warten und vielleicht im Moment Winter 2020 noch etwas länger, was wohl mit der Verbreitung des Coronavirus zu tun hat. Als zweites Teil brauche ich nun ein M5 Stick C, vorgestellt in diesem Video, Link ist rechts oben. Den hatte ich nun aber schon, aber damit das alles noch schön funktioniert, brauche ich noch einen zweiten Stick, aber davon später. Für den ersten Versuch ist ja nun schon alles vorbereitet und ich lade von der M5 Stack Webseite das erste Beispiel mit dem Easy Loader herunter. Ich übertrage dann das Programm in den Stick C. Lege die Batterie ein. Wie schon erwähnt, habe ich da Probleme mit dem kleinen Schalter und los geht's. Also so richtig begeistert war ich nicht mit der Performance des Bug C,
als Solotänzer. Da verspreche ich mir von der Fernsteuerung etwas mehr. Und dazu brauche ich nun den zweiten schon erwähnten Stick C und einen Joystick-Aufsatz oder Joystick-Head. Der Joystick-Head ist eins der Head-Module, das speziell für den M5-Stick C entwickelt wurde. Es wird ein STM32F030-Mikroprozessor im Innern verwendet, um die I²C-Kommunikation mit dem M5-Stick C zu implementieren. Dieses kleine Joystick-Modul unterstützt volle Winkelbewegungen und auch den Mitteldruck und gibt sowohl Winkeldaten als auch digitale Tastsignale aus. Die Beispielprogramme für die Fernsteuerung des BAC-Cs findet man bei dem umfangreichen GitHub-Repositorium zu den M5-Stack-Modulen. Diese werden dann über die UIFLOW-IDE auf die Sticks übertragen und einem weiteren Tanz steht nichts mehr im Wege. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und Sie sind beim nächsten Mal auch wieder dabei. Tschüss und Salü aus dem Saarland.